Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ich habe mich oben schon ein bisschen was hingestellt, habe eingekauft, also da war noch ein Rosmarin, was rumgestanden hat. Jetzt können wir weitergehen, das ist der letzte Weg vor dem offensichtlichen Ausgang. Denke ich. Ja, genau, hier ist wieder eine Sackgasse. Ich muss natürlich noch die Wände angucken, ob noch irgendwas vielleicht versteckt ist. Ich bin auf dem Weg hierher leider einmal ich habe vier Gegner gepult und Waffe. Toll, die habe ich eben gekauft gehabt bei dem Typen. Wir haben jetzt übrigens bei der Kalzit-Gilde irgendwie, bei der Turtles-Einkaufs-Gilde haben wir jetzt irgendwie Rabatt, weil wir Level 3 erreicht haben. Warum auch immer. Ist irgendwo eine halb kaputte Wand? Nee, ne? Nee, hier sind solche Risse, also Abtrenner vom Wand, das wäre eigentlich nicht durchgekommen. Dann, ja. Ist da nichts. Müssen wir uns mal genauer umgucken, denn beim Ausgang, wir haben zum Beispiel den Ausgang schon längst gefunden. Genau, und hier ist genau vor mir ein von den Phantomen gespawnt, als ich vier Gegner hinter mir hatte. Da dachte ich so, toll. Lief aber überraschend gut. Zum Ende wurde es schlechter, aber es lief gut. So, jetzt müssen wir da lang weiter. Also die Teleportation von denen ist schon sehr gefährlich, vor allem... Ja, ich glaube, ich habe keine Teleportation, weil ich glaube, es ist einfach ein Spawn genau vor mir. Aber dass hier so viel Licht ist... Ich meine, hier sind Ruinen. Warum sollte dieser... So, wieso, was treibt die Lampen an? So viele Fragen. Gehen einfach weiter. Tschüss. Okay. Gut. Okay, es ist kein Ausgang, es ist einfach eine neue Etage. Genau, das vergesse ich immer wieder. Dass Ausgänge anders aussehen. Grün. Auf der Karte. Sollten aber trotzdem irgendwann mal ein bisschen weiterkommen und in Laviset finden, beziehungsweise... Ah, lassen wir zurück. Ist irgendwo noch ein Geheimgang? Ich denke mal, dass da keiner mehr ist. Und geh einfach mal weiter. Okay. Oben kann man speichern. Gut, und es wirkt sehr ruhig gerade. Aber da wir auch schon bereits den Alarmstoff Rotmob in diesem Dungeon gefunden haben, sollte hier eigentlich nichts Gefährliches mehr sein, was uns wirklich fertig macht. Außer wir haben ganz viel Unglück, das kann man in diesem Spiel ja auch immer mal wieder haben. Eine Truhe. Überraschenderweise war kein Monster. Kalzitfragment. Brauchen wir derzeit nicht viel, weil die Kalzit-Objekte sind eigentlich relativ gut. Wenn man Kalzitfragmente selber zersteuert, bekommt man die auch dazu wieder. Und ich glaube, wir haben in diesem einen Kampf, da ich aus denen reingelaufen bin mit fünf Gegnern, haben wir glaube ich vier Ketten oder so bekommen, Kalzit und deswegen erstmal keine Probleme. Speichern wir erstmal neu. Weil es bestimmt irgendwas kommen wird, was diesen Dungeon zum Ende bringt. てっきり逃げたと思った。姿を消したことは謝罪します。覚えず別の場所に出てしまいました。ライフセットは？私の中で眠っています。容態は落ち着いたようです。エレノは、だっけ。私が勝ったら、器として死ぬまで従ってもらうわよ。承知しました。 代わりにあなたが負けた時は命をもらいます。差しでやるのか。一人で十分よ。おぉ。1 gegen 1。じゃあ。Du darfst Abstand bleiben und wird dich angreifen. So. So, wie kommen wir denn gegen sie? Keine Schwächen, okay. Vielleicht kriegen wir sie eben verbrannt. Oh, das war schlecht, dass sie das geschafft hat. Ich muss jetzt cheaten. Ich kann mir jetzt keine Verwirrung gerade erlauben. Ja, gut, den Punkt wieder bekommen.
Müssen sie nochmal verwirren, wenn es möglich ist irgendwie. Ich habe irgendeinen Bonus-Effekt auf mir. Ich weiß noch nicht was. Das ist mir gerade noch nicht so wichtig. Ich hab verloren. Oha. Oha. Okay. Okay. Kann ich vorher kochen? Nice. Ja, das. Okay, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, essen. So. Darf ich nicht von der Magie von ihr treffen lassen? Sie hat so ein Herumsteppen kann sie leider, muss ich aufpassen vor. Ich sollte nicht mit Feuer angreifen. Ich habe einen Regener-Effekt. Warum? Ein sehr geringer Regener-Effekt, aber ich habe einen Regener-Effekt. Ich werde aber nicht auf, ich werde nicht auf Risiko spielen, bis ich sie verwirrt bekommen habe. Ah, nice. Dann versuchen wir jetzt, in diese Angriffspower anzukommen. Oh, noch ein Punkt. Nice. Ist in der Wand drin? Das Gebiet ist nur sehr dunkel. Da will ich nicht kämpfen unbedingt. Nice, Kette. Das war eine nice Angriffskombo. Oh nein. Okay, das ist ein Nahkampfangriff. So. Hey. Ja, genau. Was? Was? Wie? Wie soll man denn das schaffen, wenn sie mich mit Feuer fertig macht? Ja. Nochmal? Der Feuerangriff ist viel zu stark. Der Anfang ist nicht gut gewesen. Plötzlich reden die so viel. Ich bin gerade sau schlecht. Ich muss auf jeden Fall ausweichen und dann angreifen. Aber es ist egal, wenn sie ihr Feuer macht, bin ich tot. Also, dass ich eben überlegt habe, lag nur daran, dass ich voll war. Ich darf sie auch gar nicht töten. Auf jeden Fall hat das Feuer nicht eine riesige OP-Reichweite, aber trotzdem, es ist viel zu stark. Das Spiel ist noch safer und mach nochmal weiter. Dass sie am Ende mit einer Kombi töten kann, dass sie am Ende nicht mehr zu irgendwas kommt. Mit A bin ich voll, ne? Ah. Nein. Wie mache ich damit? Vielleicht schaffe ich sie ja tot. Ja. Jetzt haben wir super Finisher geschafft. Okay. Hui, der war hart.勝利を確信しても油断するな。なぜ。あなたは器の私を殺せない。同じ条件で戦ったまでです。勝ったら殺すんでしょう。それはそれ。勝負は勝負です。面倒なやつね。けど。 剣を抜いたら迷うな。非情の戦いは非情をもって制すべし。よ。アルトリウス様の戦区。なんて不甲斐ない。約束は守ります。あなたの命令に従う。
私が死ぬまで止め。体が動かな。精霊が器に干渉する。なんて。ライフセット、もう大丈夫なの？器になった反動が出たようだ。わしも覚えがある。高熱を出して、しばらくは目を覚まさんじゃろうて。足手まといを連れて、どこだかわからん土地を進むのは危険すぎるな。こいつが回復するまで休もうぜ。道連れなんだろう？ライフィセットの器なんだから。 So, ne. Wenn du gewisse Zeit abwehrst, wird die Einsatz von... Oh, ich habe was Neues zum Abwehren. Berstladung ermöglicht. Was ist eine Berstladung? Hab erklärt. Berstladung. Zur Aktivierung 2 Sekunden lang unterbrochen abwehren. Das mache ich ja eh mit 3 Sachen zusammen. Der nächste Angriff hat eine erhöhte Betäubungschance und kann nicht geblockt werden. Oh, nice. Diese Fähigkeit ist nützlich bei Gegnern mit starker Verteidigung. Außerdem kannst du sie nutzen, um die Abwehr eines Gegners zu durchbrechen und Seelen zu erhalten. Seelenbrecher und mystische Arten verhindern, dass Gegner abwehren. Okay. Nice. Das ist jetzt echt wichtig gewesen. Bienfü bleibt also bei ihr. Aber das sind hier überall so kleine Passagen zum Sprechen. Und dann geht's wahrscheinlich wieder zurück, oder? Aber zuerst. Die Expedition ist zurück. Na gut, besser als 3 Loses. Schatz gefunden. Fantastische Landschaft. Ich mach nochmal dahin. Wir haben noch kein neues Gebiet gefunden, leider. Hallo? Ansprechen? エレノア様は僕がお世話するでふよ。思い出せふ。マヒルー姉さんも僕と契約した時、2、3ヶ月くしゃみと鼻水が止まらなくなったんでふ。あれは春先の出来事だったでふ。Ja, es war bestimmt wegen dem Pakt. Es war nicht, weil es Frühling ist und man da eh wegen des Pollen niesen muss. Bestimmt. Das ist das ganze Gebiet nochmal hier ohne Monster, oder wie? Ah ne, war vorher auch schon unter Monster. Okay. ゴーマに精霊に魔女。今度は対魔師が道連れか。いや。他に方法がなかった。仕方ないでしょう。そうだな。ライフセット失うわけにはいかない。カノヌシがあれほどの化け物と分かった以上、ライフセットの力は貴重な戦力だ。カノヌシ、本物の聖主なの？分からん。だがまともな精霊じゃないことは間違いない。 精霊があの力で何かをしようとしていることもな。カノヌシの正体と精霊の本当の目的、攻略の糸口はまずそれを知ることか。状況証拠から考えれば、アイフリードの失踪も奴らの企みの一部である可能性が高いが、あのエレノアという大魔師から情報を引き出せるかもしれん。そうだけど、拷問は禁止よ。 器が壊れたら困る。分かっている。契約を結んだ以上、エレノアが壊れたらライフセットが傲慢化するからな。何それ？聞いてない。器と精霊の宿命だ。危険だが、しばらく身近で泳がせるしかないだろう。厄介なことになったわね。Oh, da habe ich gerade aus Versehen drauf gedrückt und einen Satz abgebrochen. Sorry. Ist dann bitte eigentlich irgendwas versteckt? Nö. Wir können auch nicht mal wieder rein ins Dungeon. Was ist das denn? Aha. Und noch eine Waffentruhe. Wie nice, wie viel Waffentruhe wir in letzter Zeit finden. Da wäre ich fast an der Truhe vorbeigelaufen. Dornwest, okay, davon haben wir schon welche. Also allgemein Ausrüstung, nicht unbedingt nur Waffen. Dann ist wahrscheinlich eine 98 Stück haben wir davon, also sau viele. Hätte ich vielleicht
auch verkaufen sollen. Wenn ich schon so einen reisenden Händler finde. Katzen vermitteln. Nice. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Genug herumgetrödelt. Was hast du denn Schönes zu erzählen? アルトリウスに可能なし。どっちもとんでもない化け物だったな。なんで嬉しそうなわけ。まあ向きね。そういう傲慢なんだよ。お前はどうなんだ。敵討ちは諦めるか。会いに行く。そんな傲慢じゃないわ。なら、あいつらに勝つ方法を見つけようぜ。絶望するのは死んでからでいい。付き合ってくれるの。ああ。生き延びられたのもライフセットのおかげだしな。知ってるだろう。こう見えてもギリがたいんだ。 Schön, er bleibt also auf jeden Fall unserer Party. Was man über die anderen nicht unbedingt 100% sagen kann, leider. Weil wir sie noch nicht so lange kennen. Manche, ach so. Hä? Kommen wir von hier oben? Nee, okay. Komm nochmal speichern. Okay, nicht unbedingt notwendig, aber... Ist ruhig. Ich bin allein, ich sollte vielleicht noch nicht die Gegner angreifen, die da hinten sind. Zu gefährlich. Ist da oben irgendjemand? Ah, da hinten. Dann schauen wir mal, was er zu besprechen hat bei uns, nachdem wir die Truhe geöffnet haben. Ist so ruhig, es ist ungewohnt in dem Spiel. Genau, da sind also eher so... Bei anderen sind wahrscheinlich Waffen und... Brustpanzer und so weiter, aber dann sind vielleicht Accessoires und so weiter, schätze ich. Oder einfach nur von dem Stärkegrad heißt es eher. Entschuldigung.僕ベルベットが死んだら嫌だと思った。だから助けたかったんだ。ごめん、偉そうなことを言って。私はあんたを物扱いしてた。一緒に行くって決めたのは僕だよ。ベルベットは どうするか聞いてくれた。これからもきっとまたひどい目に遭うわよ。まだ戦うんだね、ベルベットは。引けないのよ、私は。それでも僕はベルベットと一緒に行く。 そう。ここどこだかわからないし。それもそうよね。いやはや、物より生き物をもてあそぶ方が残酷じゃというに。どういう意味？聞きたいのはこっちじゃ。 敵を前にして爪痕一つ残せんかったんじゃぞ。これからどうするか策はあるのかい？認めるわ。カノヌシの力は想像をはるかに超えてた。けど私は諦めない。何度だってあいつらに食らいついてやる。折れる方に100ガルド。 あ？お主の牙が折れる方に100ガルドかけたんじゃよ。お主が生きておったせいで六郎との賭けに負けてな。10ガルド取られてしもうた。それを取り返したいんじゃ。勝手にすれば。おお、賭け成立じゃな。これでお主に同行する楽しみができたわい。
暇が潰せればあとはどうでもいいんじゃがな。ベルベット、カナヌシのことだけど、これ離宮から持ってきた本？うん。でね、この表紙の紋章って神殿にあったのと同じ。これカナヌシのことが書いてあるの？うん。古代語だから読めないけど。しょげるな坊よ、グリモワールというわしの知人なら解読できるやもしれん。本当？かどうかは聞いてみねばわからんがな。どこにいるの、その知り合いって？さての、最後の便りはサウスガンド領のイズルトからじゃったが。当てにならなそうな当てね。そこをあがいてみせるのがお主の仕事じゃよ。ご期待通りにやってみせるわよ。せいぜい折れんようにな。Ich weiß jetzt nicht, ob sie nett ist oder ob sie einfach nur Spaß haben will. Wahrscheinlich beides. Da, ich sehe Orange für roten Monster auf der Karte. Du, zweit ist immer noch zu wenig. Wir brauchen eine ganze Gruppe. Aber ich denke mal, das schauen wir das nächste Mal weiter an. Wahrscheinlich kommen noch ein paar Sequenzen oder so ähnlich. Ich hoffe, es gefallen hat. Nächstes Mal wieder ein. Das heißt Let's Play Tales of Berseria. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.